Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League. Ja, wir spielen heute ein bisschen Ranked Match. Und zwar im Singleplayer. Ich würde ganz gerne mit meinem Controller steuern, aber es funktioniert nicht. Jetzt geht's. Was? Hä? Nein, nicht jemanden einladen. Jetzt hat das übernommen. Wow. Was war das denn? Okay, steht schon 1 gegen 1. Wie ihr seht, sind wir hier noch nicht eingerankt, ja. Und das möchte ich jetzt mal gerne in Angriff nehmen. Deswegen, ja, ich sage, wir quatschen gar nicht lang. Wir legen direkt los. Schaut euch mal mein geiles Auto an, ey. Voll die Kettensäge in der Stirn. Von dem Totenschädel. Nice, ne? Ja. Er sucht. Please hold the line. 1 gegen 1 ist ein bisschen knifflig. Das hat auch ein bisschen immer mit Ballglück zu tun. Und mit, ja, im richtigen Moment zur Stelle sein quasi. Deswegen, ich bin mal gespannt. Wir sind unranked. Ich denke mal, wir werden auch unranked Gegner bekommen. Hoffe ich zumindest. Er ist auch vom privaten Profil her Profi. Destroy. Legen wir einfach mal direkt los. Das hier war zum Beispiel scheiße, aber er lenkt den Ball selber. Seine Torrichtung. Das war zum Beispiel auch scheiße. Das heißt, er macht jetzt das erste Tor. Aber das hat noch nichts zu sagen. 4 Minuten 40 noch zu spielen. Und das kann hier so schnell gehen im 1 gegen 1. Aber er kriegt mal einen guten Schuss von uns. Oh, er rammt uns lieber weg. Nice. Das hat er gut gemacht. Das war zu erwarten. Und geht er rein? Jawohl. Das meine ich damit. Im 1 gegen 1 kann das so schnell gehen. Du musst nur versuchen, immer einen Schritt weiter zu denken, was der Gegner machen könnte und wo der Ball hingeht. Aber wir haben ihn gerade mehr weggekickt wie alles andere. So, damit hat er auch nicht gerechnet. Und damit steht es 2-1 für uns. Da hat man Gott sei Dank gerade noch den vollen Turbo uns von der Ecke geholt. Dass wir dann richtig an ihm vorbeifliegen konnten. Zack. Da wäre er fast dann reingekommen. Ich da mal knapp. Nice, ne? Ja, warum ich hier ein bisschen alleine aufnehme, ohne Maestros und ohne einen Channel Checker, ist ganz einfach der Grund, weil ich hier diesen Einzel halt mich gerne einranken möchte. Und ich habe mir gedacht, warum sollte ich das alleine machen? Kann ich doch auch aufnehmen für euch. Fuck. Boah, es hat sich ja für mich schon scheiße angefühlt. Wie muss sich jetzt der Gegner fühlen? Knapp. Was für eine Parade schreibt er, ja. Das war schon nice. Er hat aber auch, oh, er hat einen 300er Ping. Meine Fresse. Wo kommt der denn her? Aus Russland oder was? Oh, der ist gar nicht mitgefahren. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nee, nee, nee. Was macht der denn da? Hallo? Oh, easy Konter, wa? Läuft. 81 km/h, den Ball versenkt.
voll nur 30 Punkte schon. Ich bin mal gespannt, auf was wir eingerankt werden. Alles Auge. Okay. Pass auf. Ich muss nur abwarten. Er wird ihn jetzt runterspielen. Oder er wird ihn noch gar nicht berühren. Ja, ich denke mal, dass es ein relativ Neuling ist in diesem Spiel. Nein! Okay. Da habe ich einen guten Pass gegeben. Und der hat gut vollendet. Das war halt richtig dumm. Ich wollte ihn eigentlich schön nach rechts wegschlagen. Und der prallt mir quasi vom Kofferraum runter. Direkt vors Tor. Naja, okay. Alles ist gut. Bei dem Stand kann man sowas verkraften. Oh. Ach jo, mir fehlt Turbo. Verdammt. Nein, was mache ich denn hier? Nö, nö, so nicht. Jetzt warten wir ab, was er macht. Oh! Nein, so nicht, mein Freund. Der war voll gemein eigentlich. Aber geil. Oh, den hat er gut gehalten. Ja, das ist ja easy. Ja, steht schon 7:2. Und er gibt auf. Ja, passiert, ne? 5 von 10 Abteilung oben. Hö, what? Was soll das heißen, Abteilung oben? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, oder? 5 von 10 Abteilung oben. Okay. Ja, suchen wir einfach mal ein neues Match. 1430 Punkte. Ja, okay. Ist jetzt im Einzel-Singleplayer-Modus nicht so schwierig, ja. Aber man hat gesehen, er war jetzt nicht wirklich ein Gegner für uns. Ne? Richtig drauf hat er es nicht gehabt. Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag. Wer weiß. Weiter geht's. Auf dem Weg zu unserem ersten Rang im 1 gegen 1. Tja, so ein bisschen Glück beim Start muss man auch mal haben. Dass wir einfach besser auch direkt gelandet sind. Läuft. Wow. Der war nice. Den hat er richtig gut genommen. Jo, passte ganz genau. Richtig schön ins Tor verlängern. Alter, was? Da rammt der nur mich weg hier. Nee! Ich glaub's nicht. Wie dumm war das denn von mir? Ich
Fischer vorbeifliege einfach. Naja, okay. Mal über 4 Minuten zu spielen. Alles cool. Was? Oh, er blockt ihn. Ah, er hat's auf jeden Fall drauf. Da muss ich schon direkt mehr kämpfen, man merkt es auch. Kann nicht mehr so viel quatschen jetzt, muss ich mich mehr konzentrieren. Auch da wäre er noch fast wieder dran gewesen. Nee, nee, so nicht. Fuck, hab ich nicht richtig erwischt. Zu hoch. Oh nö. Okay, der war nice. Das meine ich also, der weiß schon, was er tut hier. Direkt der Konter zum 3-3. Nice. Gut, dass wir dann auch genug Turbo hatten. Erstmal weg damit. Opo nehmen. Nein! Verdammt! Ja, ist schon wieder direkt ein ganz anderes Match hier. Jawohl. Ich nur versucht, mich irgendwie zwischen ihn und den Ball zu bringen, damit er mich zur Not gegen den Ball rammt. Hat funktioniert, wie man sehen konnte. Hier kann man nochmal schön sehen. Zack. Ja, nee, ist klar. Warum auch nicht, ne? Oh, was eine Rettungstat. Nein! Was? Das ist ja unglaublich. Hat der ein Glück. Kriegt er ja mal einen guten Schuss von mir. Hat das sehr gut ins eigene Tor verlängert. Das gibt mal direkt weiter. Wow, ey, unsere Punktzahlen sind Wahnsinn. Nein, so nicht.
Nö. Ich habe doppelt Jump gedrückt. Nein, ich konnte nichts mehr machen. Oh, ich konnte nichts mehr machen. War das kacke. What? Nee. Oh. Er rettet ihn selber. Ja, wie nice ist das denn? Sauber. Was ein Match, ey. Was ein knappes Ding. 6 zu 5, noch 34 Sekunden. Der zweite Hattrick. Uiuiui. Ah, das ist mal ein Gegner auf Augenhöhe. Richtig nice, Mann. So macht das richtig Spaß. Ah, lassen wir ihn ja mal machen. Lassen wir ihn ja mal kommen. Wir können dann reagieren. So zum Beispiel. Oh, was ein Schuss. Leider daneben. Sollte eigentlich unser Sieg sein. Jawohl. So, dafür kriegt er mal ein GG. Das war echt nice von ihm. Echt nice. Und ich würde sagen, wir schieben noch ein drittes hinterher, oder? Klar, weil wir es können. Schieben wir einfach noch ein drittes Match hinterher. Passt schon. Gucken, ob wir das auch noch für uns entscheiden können. Das wäre echt nice. Man konnte auch schon sehen, der hat den obersten Silberrang. Er ist kurz vor Gold quasi. Heißt das jetzt, ja, da könnten wir wahrscheinlich auch so Silber, Stern oder Gold 1. Könnten wir, glaube ich, werden, wenn wir eingerankt werden. Bin mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Hat seinen privaten Rang verborgen. Auf geht's. Fuck. Ja, kann man mal so machen, wa? War natürlich auch viel Glück, dass der wirklich so genau da ins Tor reingerollt ist. Alter, 484er Ping, was ist denn hier los heute? Was machen die denn alle? Alle noch einen Porno-Download an hier? Oh, okay. Nö, nö, ich brauch kein Turbo. Geht er rein? Schade. Boah, der wäre schön gewesen. Oh ja, guter Schuss. Warum auch nicht, ja? Zack, Butter, weil ich Fallrückzieher ins eigene Tor. Perfekt, Alter. Okay. Oh! Ja. Achso, wir brauchen jetzt noch drei Matches. Ja, die machen wir dann in der nächsten Folge. Aber wenn er aufgibt, ja okay, warum nicht, ne? Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Haut rein. Ciao.